Hallo, liebe Krebsgeborene und Krebsaszendenten, ganz herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2017 Liebe und Leben im Jahr der Sonne. Ja, ihr Lieben, Liebe und Romantik sind auch 2017 für euch groß geschrieben. Ihr seid sozusagen Visionäre der Liebe. Eure Familienbeziehungen entwickeln sich prächtig. Trotzdem sind auch Störungen und Trennungen möglich, wenn ihr nicht aufmerksam seid gegenüber den Bedürfnissen eures Partners. Aber es ist ein Happy End in Sicht, weil nämlich dann ab Oktober Glücksplanet Jupiter in einen sehr vorteilhaften Aspekt zur Krebssonne geht und dann beginnt ein ganzes Jahr mit wunderbaren neuen Romanzen und Affären. Kommen wir jetzt zu den wichtigsten Planetenstellungen und Aspekten für euch in 2017. Da ist zunächst mal die Romantikkonstellation, das Sextil zu Romantikplanet Neptun hier in den Fischen. Der steht dort noch das ganze Jahr für euch und dann noch bis zum Jahre 2025. Ihr habt also noch lange Zeit, in der Liebe fündig zu werden. Aber vielleicht klappt es schon dieses Jahr. Singles können sich also verlieben, ganz wunderbare Romanzen beginnen und auf Wolke 7 schweben. Ihr könnt jemand kennenlernen, wo ihr euch gegenseitig vergöttert. Das ist typisch für Neptun und der steht ja eben in einem guten Aspekt zu euch. Wenn ihr einer festen Partnerschaft lebt, dann ist das ein Jahr, um unvergessliche Reiseabenteuer zu zweit zu erleben. Kommt bloß nicht auf die Idee, getrennt zu verreisen, das wäre schade. Und dieser Aspekt wirkt in diesem Jahr besonders auf diejenigen, die zwischen dem 2. und 6. Juli Geburtstag haben. Aber keine Angst, auch die anderen Krebse werden diesen angenehmen Einfluss spüren. Dann kommen wir jetzt zu den schwierigeren Aspekten. Die sind auch zweifelsohne da für euch. Ihr habt ja weiterhin Planet Pluto im Partnerhaus stehen. Das ist schon mal per se keine ganz einfache Konstellation. Und der bildet nun 2017 immer mal wieder Spannungsaspekte zu Uranus und gleichzeitig auch zu Jupiter. Und dieses Quadrat, je nachdem, welcher Krebs das spürt, das kann schon ganz schön unangenehm wirken. Dadurch erleben eben auch einige Krebse größere Auseinandersetzungen in ihren Beziehungen. Eure Beziehung braucht vielleicht frischen Wind oder es ändert sich alles. Alles ist im Wandel für die festen Beziehungen. Vielleicht geht auch der Partner eigene Wege. Auf jeden Fall müsst ihr offen sein für den Wandel. Es nützt also nichts, krampfhaft am Bestehenden festzuhalten, wenn ihr spürt, da muss sich was ändern. Ja, ihr müsst also, wie gesagt, offen sein dafür. Vielleicht entdeckt ihr auch das Thema Beziehung für euch ganz neu. Egal, was los ist, ihr müsst auf jeden Fall drüber reden. Ihr wisst ja, das habe ich ja schon öfter gesagt, dass Krebsgeborene diese Tendenz haben, Probleme so in sich reinzusaugen und dann sich so in den Schmollwinkel zurückzuziehen und irgendwie zu erwarten, dass der Partner jetzt errät, was mit ihnen los ist. Und das ist keine gute Idee. Es kann wirklich sein, dass es bestimmte Sachen gibt, unter denen ihr auch wirklich leidet. Vielleicht habt ihr auch Existenzängste. Diese Konstellationen, die sind eben nicht ganz ohne. Aber es nützt niemandem was, wenn ihr darauf rumbrütet und nicht drüber redet. Weil in dem Zustand kann es euch dann nämlich niemand recht machen und nichts freut euch mehr und nichts funktioniert mehr. Und damit zieht ihr dann auch die Menschen in eurer Umgebung mit runter. Gerade dann, wenn sie es gut mit euch meinen. Ja. Vielleicht seid ihr auch dann nicht bereit, euren Schmollwinkel zu verlassen, um Kompromisse einzugehen. Die werden wahrscheinlich nötig werden. Deswegen, das ist super wichtig, wenn ihr Probleme habt, dass ihr euch mitteilt. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt mit eurem eigenen Partner nicht drüber reden, kein Problem, dann eben vielleicht mit guten Freundinnen, mit der besten Freundin. Oder ihr bucht vielleicht einfach eine Beratung bei mir oder wendet euch an einen Psychologen. Also denkt dran, fresst das nicht in euch rein, sondern findet Wege, um euch auszudrücken und über eure Gefühle zu reden. Das ist super, super, super wichtig, ne? Weil sonst kann es nämlich passieren, wenn ihr jetzt wirklich immer nur grummelt und schmollt und da eure Probleme wälzt, dann geht der entnervte Partner vielleicht andere Wege, weil er das Gefühl hat, er kann euch nicht mehr glücklich machen. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache, ne? Sondern ihr wollt ja eigentlich doch wahrscheinlich mit eurem Liebsten zusammenbleiben. Also lasst es nicht so weit kommen. Denkt lieber drüber nach, was euch denn glücklich machen würde. Denn allein schon, wenn ihr eurem Süßen sagen könnt, was er jetzt mal tun kann, damit es euch besser geht, dann wird er schon sehr erleichtert sein. Ja? Und ihr solltet euch auch wirklich auf das Gute in eurem Leben konzentrieren. Denkt drüber nach, findet das, was gut ist und was gut läuft und lasst euch davon ein bisschen die Stimmung erhellen. Ne? Selbst dann, wenn ihr Existenzängste habt, also wenn ihr gute Gründe für eure Verstimmung habt, das ist ja wahrscheinlich,
müsst ihr es konstruktiv angehen. Ne? Und ihr dürft auch nicht anderen dann die Schuld zuschieben, sondern man muss das wirklich gemeinsam in der Partnerschaft oder auch Familie erarbeiten, die Lösung. Also bittet um Hilfe, öffnet euch eurem Schatz, denn der will wahrscheinlich nur euer Bestes. Auf jeden Fall bekommt ihr totalen Rückhalt aus der Familie, denn der Glücksplanet Jupiter steht noch bis Oktober im Haus der Familie. Also da könnt ihr sicher sein, wenn jetzt vielleicht keine Freunde da sind, um zu reden, dann redet einfach mit Menschen aus eurer Familie. Wenn ihr ein gutes Verhältnis zur Mutter habt, kann die euch vielleicht helfen, die Eltern, vielleicht auch die Großeltern. Oder wenn ihr große Kinder habt, auch die können sehr hilfreich sein. Ich weiß es ja selber, meine Tochter ist auch schon groß und es ist super, über bestimmte Dinge mit ihr zu reden. Also schaut mal, aus der Familie, und ich bin ja auch Krebsaszendent, also aus der Familie kommt viel Rückhalt für euch. So, das gilt jetzt besonders für diejenigen, die in der dritten Dekade Geburtstag haben, nämlich die Geborenen vom 12. bis zum 21. Juli. Also die haben diese Aspekte am exaktesten stehen. Aber weil ja auch viele Krebsgeborene auch noch andere Planeten im Krebs haben, solltet ihr eben alle schauen, was da vielleicht für euch auch gilt und entsprechend dann auch Maßnahmen ergreifen. Und diejenigen, die jetzt den Pluto exakt Opposition ihrer Sonne haben hier im 7. Haus, das sind die Geburtstagskinder vom 7. bis 12. Juli, für die kann es auch heißen, dass ein nahestehender Mensch oder der eigene Partner sehr stark unter Druck steht oder vielleicht erkrankt. Es gibt vielleicht gesundheitliche Probleme und da müsst ihr dann vielleicht die Schulter zum Anlehnen bieten. Ja, da müsst ihr emotionale Unterstützung anbieten und einfach für denjenigen da sein. Vielleicht auch dann, wenn ihr denkt, Mensch, ich kann gar nichts tun. Es ist trotzdem wichtig, dass ihr da seid für euren Schatz und einfach ihn rückversichert, dass ihr ihn lieb habt, ne? Oder wenn es ein Familienmitglied ist. Und ihr werdet sehen, indem ihr Hilfe anbietet, findet ihr dann auch in eure eigene Kraft. Denn helfen ist ein ganz großes Plus bei den Krebsen. Da drin sind die unwahrscheinlich gut und ihr habt ja auch ganz viel Verständnis für die menschlichen Schwächen anderer. Das kann wirklich auch helfen, von einem eigenen Problem abgelenkt zu werden. Ne? Also das wird euch stärken auf jeden Fall. Wie gesagt, Hilfe und Trost bekommen die Krebsgeborenen auf jeden Fall aus der Familie. Da steht ja der Glücksplanet für euch. Und insofern habt ihr da auf jeden Fall Rückhalt, sei es eure Familie, eure Kinder, Eltern oder Großeltern. Mit diesen Menschen solltet ihr aber jetzt nicht nur dann sprechen, wenn es euch schlecht geht, sondern überhaupt gucken, dass ihr glückliche Momente mit der Familie verbringt. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also werdet ihr auch Spaß haben, vielleicht zusammen verreisen oder was gemeinsam unternehmen. Das bringt euch auf jeden Fall nach vorne. Also, ich habe hier zwei Schlüssel für euch, um gut durchs Jahr zu kommen. Einmal, lernt mit Stress umzugehen und den nicht an anderen auszulassen oder in euch einzuschließen. Und zweitens, lernt, wer euch wirklich liebt und gut für euch ist und verbringt Zeit mit diesen Menschen. Verschwendet eure Zeit nicht mit Menschen, die euch nicht gut tun oder Beziehungen, wo ihr eigentlich schon wisst, dass sie keine Zukunft haben. Guckt da ganz genau hin. Auf jeden Fall könnt ihr euch freuen und für viele Krebsgeborene steht auch ein Happy End in den Sternen, denn ab dem 10. Oktober geht ja dann der Jupiter für euch ins 5. Haus hier, ins Haus der Kreativität, der Romanzen, auch der Kinder, also auch Freude mit Kindern steht drin und macht dann einen ganz tollen Aspekt zur Krebssonne. Und das bedeutet eben, selbst wenn es vielleicht zwischendurch ein bisschen schwierig ist, so ab dem Herbst könnt ihr eben mit einem Happy End rechnen. Genau. So, jetzt wollen wir aber auch noch durch die Konstellationen des Jahres kurz durchgehen. Ich habe euch die besten und interessantesten Venuszeiten rausgesucht, wenn ihr also den Liebesplanet in einem guten Aspekt zur Krebssonne habt. Und das ist dann schon gleich vom 3. Januar bis 3. Februar. Da steht nämlich die Venus im Zeichen Fische. Ist eine sehr, sehr schöne Venusposition. Geht da auch über den Neptun rüber, der sowieso gut für euch steht. Das bedeutet also nochmal eine verstärkte Zeit der fantasievollen Liebe. Ist auch ganz toll, um die Liebe vielleicht auf Reisen zu finden. Ja, das wird euch gefallen. Dann kommt die Venus nochmal zurück ins Zeichen Fische, denn die wird ja dieses Jahr im April im Zeichen Widder rückläufig und dreht dann praktisch nochmal um und kommt wieder zurück in die Fische. Und zwar habt ihr sie dann nochmal gut zu euch stehen vom 2. bis 29. April. Und das ist wahrscheinlich auch eine Zeit, wo ihr gefordert und gefragt seid als Helfer für andere. Das kann sehr gut sein, dass in der Zeit Menschen zu euch kommen und sich euch anvertrauen, vielleicht Hilfe brauchen,
Da werdet ihr sicher gute Erlebnisse damit haben, für andere da zu sein und Verständnis zu haben. Denn die Venus macht dann einen schwierigen Aspekt, steht aber insgesamt zu eurer Sonne trotzdem gut. Und von daher seid ihr dann so diejenigen, die gefragt sind und vermitteln können. Dieser Aspekt geht dann vom 2. bis zum 29. April. Genau. Und dann habt ihr wieder einen guten Venus-Aspekt vom 6. Juni. Warte. Nee, das stimmt nicht. Da ist die Venus ja im Widder. Doch, vom 5, doch, 6. Juni. Ich habe mich gerade vertan. 6. Juni, da geht sie nämlich in den Stier hier und bildet auch einen schönen Aspekt zur Krebssonne. Da ist sie für euch im Haus der Freunde. Das bedeutet, ihr habt eine schöne Zeit mit euren Freunden, ungestörte, ungetrübte schöne Zeiten, weil da auch kein anderer Planet dabei ist, der irgendwie stört. Und da solltet ihr dann schauen, ob ihr vielleicht über Freunde jemand kennenlernt oder da gute Zeiten habt oder vielleicht bei jemandem, mit dem ihr schon befreundet wart, dann plötzlich aus Freundschaft Liebe wird. Solche Dinge können da passieren. Also das ist die Zeit vom 6. Juni bis 4. Juli. Dann gibt es noch einen tollen Venus-Aspekt für euch. Das ist eine super Phase vom 31. Juli bis 25. August. Da habt ihr nämlich die Venus in eurem eigenen Zeichen, im ersten Haus. Das ist natürlich toll für eure persönliche Schönheit, Ausstrahlung, euren Liebreiz, euren Charme. Ist super, um in eine Charme-Offensive zu gehen und lässt euch also im neuen Glanz erstrahlen. Dann gibt es noch eine schöne Phase mit Venus, die beginnt am 20. September. Da geht sie dann in die Jungfrau und damit auch in einen günstigen Aspekt zur Krebssonne. Trifft sich dann dort auch mit Mars, ist also auch eine leidenschaftliche Zeit. Das ist eine super Zeit für euch, um Liebesbriefe zu schreiben oder auch übers Internet jemanden kennenzulernen. 20. September bis 13. Oktober. Wunderbar. Ja, und am 10. Oktober geht ja dann auch der Jupiter in euer fünftes Haus und wie gesagt, bildet dann ein tolles Trigon, einen super günstigen Aspekt zur Krebssonne und das für ein ganzes Jahr. Ja, da könnt ihr euch also freuen, da kommt auf jeden Fall wieder neuer Schwung rein. Und viele Krebsgeborene sind ja auch sehr kreativ, die werden das auch spüren. Das ist auch ein ganz toller Kreativaspekt, das wird euch auf jeden Fall gut tun. Und dann wird die Venus ja dann auch noch mit dem Jupiter durch euer fünftes Haus laufen. Und zwar ab dem 7. November, 7. bis 30. November ist auch eine super Phase. Venus und Jupiter und die Sonne auch noch dabei. Eine tolle Phase für wunderschöne erotische Erlebnisse, für Romanzen, für ein neues Aufblühen eurer Liebe und Liebesfähigkeit und auch eurer Lebensfreude. Ist auch ein ganz toller Lebensfreude-Aspekt, trotz November. Genau. November ist ja manchmal ein bisschen düster, aber nicht für euch. Und dann ab dem 25. Dezember und dann noch bis zum 18. Januar 2018 habt ihr dann die Venus im Partnerhaus. Das ist natürlich auch immer ein toller Aspekt für die Krebsgeborenen. Ja, meine Lieben, das war also der Überblick und der Erlebnishintergrund für das Jahr 2017 für euch. Und schaut natürlich auch weiterhin in die Monatshoroskope rein. Da gehe ich ja dann mehr auch auf die einzelnen Konstellationen ein und darauf, welche Geburtstagskinder dann jeweils in dem Monat auch die Aspekte besonders stark stehen haben. Und bitte schaut euch auf jeden Fall auch die kosmische Schwingung an, denn da gehe ich ausführlich auf die Liebeserlebnisse ein, die man hat, wenn die Venus rückläufig wird. Das ist sehr, sehr spannend, denn da bekommen wir die Chancen, aus alten Mustern auszubrechen und unsere Liebesgewohnheiten zu verändern. Und das ist für euch Krebse vielleicht auch ganz besonders wichtig. Also schaut da bitte auch noch rein. Ansonsten kann ich euch natürlich wie immer mein persönliches Jahreshoroskop anbieten, das persönliche Liebeshoroskop. Da könnt ihr hier schauen, könnt ihr über meine Webseite buchen oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Und jetzt habe ich auch was ganz Neues. Ich habe jetzt eine Hotline. Wenn ihr also spontan mit mir telefonieren wollt, dann ruft ihr bitte auf meinem Kundentelefon an und macht dann ganz kurzfristig einen Termin mit mir. Wenn ich gerade Zeit habe, könnt ihr dann direkt bei mir anrufen. Ich gebe euch dann die Hotline-Nummer und dann geht das ganz spontan und wird eben über die Telefonleitung abgerechnet. Kann ja auch mal nötig sein, wenn man mal direkt so eine Frage hat. Und jetzt habe ich noch was ganz Besonderes für euch. Unter allen denen, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben oder jetzt abonnieren, verlose ich ein persönliches Jahreshoroskop. 45 Minuten mit mir im Gespräch und eine CD dazu. Deswegen, falls noch nicht geschehen, jetzt den Kanal abonnieren und an der Verlosung teilnehmen.
Dann sehen wir uns hier wieder spätestens im Januar zum Januarhoroskop bei der kosmischen Schwingung. Und damit wünsche ich euch ein wunderbares Sonnenjahr 2017, sodass ihr auch die Krisen, die da kommen könnten, meistern werdet. Und da bin ich mir ganz sicher, denn Jupiter sorgt ja dann für ein Happy End. Also, alles Gute mit den Sternen.